Schauen wir noch kurz weiter, weil die Zeit läuft schon davon. Fitbit gestern, hatten Sie schon drüber gesprochen hier bei uns im und Programm? Jetzt schauen Sie sich's an. Es ist tatsächlich das passiert. Zunächst dachte ich natürlich, hast du klasse gemacht, Klartechnik richtig ausgelesen, Spekulanten sind gekommen. Nein, Fitbit hat gestern eine Kooperation mit Target, einer großen Einzelhandelskette in den USA, bekannt gegeben. Und diese Target-Mitarbeiter, denen jetzt, ich weiß nicht, wie viel, 10 oder 100.000 es sind, denen wird jetzt die billigste Fitbit-Variante kostenlos zur Verfügung gestellt. Ganz unten fängt das bei $60 an für so ein Armband, für so einen Fitness-Tracker, und weitere Zugeständnisse gemacht, damit die Mitarbeiter sich gesund erhalten, damit sie sich mehr bewegen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Preise, wenn die Leute bestimmte Marken bei der Schrittzahl oder was auch immer erreichen. Und am Ende wartet ein großer Belohnungstopf. Das macht absolut Sinn und es zeigt, wie Fitbit in die amerikanische Unternehmenskultur reinkommt. Es ist ohnehin so, 8 von 10 Großkonzernen haben schon irgendeine Art von Gesundheitsprogramm im Unternehmen laufen. Das hat natürlich wirtschaftliche Gründe. Das ist nicht reine Menschenfreundlichkeit. Das hat wirtschaftliche Gründe. Und Fitbit passt in diese Kultur ganz hervorragend rein. Und ich glaube, dass jetzt dieser positive Newsflow, dass der die Aktie hier raustreiben kann aus dem Tal, das wir ja schon mal gesehen hatten hier oben, das war natürlich übertrieben. Genauso der Abstieg war dann übertrieben. Das ging ja hier um Gottes Willen um 19 Euro nach unten. Aber gestern, wie gesagt, haben wir 12%, hier sind es noch 11%, an der Wall Street waren es 12%. Das heißt, wir haben ja einen Trade begonnen. Wir haben ja gesagt, wir gehen hier rein, wir legen unseren Stopp unter das Tief, ein, zwei Prozentpunkte drunter, damit wir nicht abgeräumt werden, und schauen einfach mal, ob wir von dieser kleinen Boden, von dieser kleinen Plattform tatsächlich nach oben laufen können. Und das haben wir gemacht, 11% an einem Tag, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sollen wir jetzt ganz rausgehen oder kann man nur den Einsatz rausziehen? Noch ein bisschen Nein, ich würde jetzt ganz einfach Folgendes machen. Ich würde den Stopp, den ich habe, den würde ich jetzt nachziehen, damit ich auf jeden Fall mit der Position nicht mehr in den Verlust laufen kann. Das müssen nicht die kompletten, muss nicht der komplette Tagesgewinn von gestern sein, aber wenn man jetzt so 5% das Ganze nach oben setzt, dann hätte man am Ende noch einen schönen kleinen Gewinn. Die Gebühren wären draußen, sind ja eh nicht mehr allzu hoch. Und da könnte man sich darüber freuen, dass es funktioniert hat. Ja.